Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play or Die Trine. Wir stehen hier noch ziemlich hoffnungslos und mit Fragezeichen über unseren Köpfen, wie wir diese Situation hier meistern sollen. Und in der letzten Folge bin ich glorreich gestorben. Ich ebenso. Der Kazuya war so nett und hat mich wiederbelebt. Und ich werde es einfach mal wieder mit Hangeln versuchen, genau, was ich so am besten kann. Und damit kann. Die Crew ihren Kopf mal ein bisschen freikriegt, habe ich sie darum gebeten, das Intro für diese Folge einzusprechen. Ich habe es übrigens geschafft. Ausgezeichnet, dann werde ich mal auf eine ähnliche Art und Weise wie du vorgehen. Und also ich scheitere. Ich bin... Yeah, ich hab's geschafft, yeah! Yay! Congratulations! Ja, das ist, nicht gerade elegant. Oh, da oben jippet noch was, das will ich haben. Dann hol's dir. Schmeiß die Decke ein und hol's dir. Toll, jetzt bleibst du da oben kleben. Naja, nicht so wichtig. Weiter geht's. Legen wir mal den Hebel um. Da tut sich bestimmt etwas. Wasser. Das Wasser wird umgeleitet. Okay. Dann bau mal am besten eine von deinen Eisinseln. Das dürfte vielleicht ausreichen. Eine glorreich gute Idee. Ja. Die hätte ich jetzt schon wieder vergessen. Wobei, die werden weggepustet, oder? Hier. Möglicherweise, aber vielleicht... Ja, nö, werden sie nicht. Das reicht vollkommen aus. Aber ich werde weggepustet. Soja ist einfach zu leicht, zu... Aber die wehen doch aber nicht. Na komm, schaffst das. Ohne Scheiß, die wehen mich voll darunter. Ja, aber egal, du bist jetzt ja drüben. Und hier, ich sehe Spinnennetze da oben. Ob da möglicherweise wieder Spinnen auftauchen, da müssen wir vorsichtig sein. Oh nein. Ja. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft und du auch. Geht's bestimmt hier rum, oder? Ah, da war tatsächlich eine Spinne. Wo bist du? Und noch eine. Auf der anderen Seite. Ja, nee, tot. By the way, hab ich einen Levelaufstieg. Ich schau mal eben rein. Mach das. Was nehme ich denn? Magnetschild, macht der Sinn? Eine Spinne weniger. Da ist noch eine Spinne. Oh, so viel Energie hast du aber auch nicht mehr. Ich schaff das. Tada! Ja. Trotzdem werde ich jetzt mal zusehen, dass ich dich irgendwie wiederbelebe. Ich glaube, wir waren schon auf dem richtigen Weg, denn hier sehe ich keinen direkten Weg nach oben. Sondern wahrscheinlich nur über diese Zahnräder. Du kannst dich da hochhangeln, da hinten. Wo? Achso. Weiter. Ach ja, weiter, richtig. Weiter, jetzt habe ich wieder weiter, völlig weiter. Vergessen daran zu denken, dass Mrs. Soja ja... aber deswegen spiele ich sie so selten, weil ich nicht so gut schwingen kann. Es ist ein Fest, mir das jetzt anzugucken. Jetzt müsste es auch gehen. Kazuya, also wirklich. Ich kann das nicht, deswegen. Okay, Leute, wir müssen das Abenteuer hier abbrechen. Wir haben eine Notsituation. Ja, einen völlig unfähigen Kazuya. Ich kapiere das einfach nicht, wie das funktioniert. Ich steig da einfach. Es geht nicht. verdammt. Warte mal, ich mach's jetzt mal ganz anders. Pass auf, das wird funktionieren. Niedlich. Ja. So. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Ja, genau. Zumindest in der Theorie einfach, aber hier ist immer noch kein Checkpoint. Ich bin etwas... Ich brauche dich wieder. Du bist die einzig wahre Soja-Spider-Man-Frau. Ja, den Rest musst du jetzt alleine durchstehen. Tut mir leid.
Genau, in diesem Level, in diesem Level ist der Tod eines Koop-Partners für immer, deswegen ist jetzt ein... Du kannst da oben wieder hangeln, übrigens, oben links. Nicht, muss das schon wieder sein? Seh ich dir? Das wäre jetzt ja einfach nur... Ja, okay. Nee. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber hm. Komm schon. Na, geht ja. Doch. Und jetzt? Da muss da jetzt mal... Cool, hallo? Cooles Glas. Wo ist denn hier ein Checkpoint? Das kann doch nicht ewig ich so... Ich bin nicht mehr... Crew darf nicht mehr mitspielen. Da oben ist einer. Oh, was ist der Beil? Nein! Was tue ich denn? Ich könnte wieder ein paar Intimitäten aus deinem Leben erzählen. Abgelehnt. Aber wie soll ich das alleine schaffen? Das geht auch gar nicht. Hm. Nee, Leute, das ist jetzt echt so ein bisschen fies hier. Das ist ja eine ganz, ganz schön weite Strecke hier ohne Checkpoint. Der ist da rechts oben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da alleine hinkommen soll. Der Leistungsdruck ist enorm. Ja. Lass mich überlegen. Ah, ich glaube, ich hab's schon. Tada! Boah, knapp. Sehr gut. Ja, da bin ich wieder. Ich darf auch mal wieder was tun. Aber ich glaube, so beantwortet sich ein bisschen die Frage, wie man was alleine schafft. Also, es geht wohl alleine, aber es ist wohl deutlich schwieriger. Ja, deutlich. Wow, ey, jetzt Mann. Kommen hier ganz viele Spinnen hier. Ist ja schlimm. Ich will nicht schon wieder sterben. Ja, keine Sorge, wir sind jetzt hier beim Checkpoint. Das ist dann in Ordnung. Wir machen hier diese blöden... Oder auch nicht. Nein, oh komm. Nicht sterben. Nicht sterben. Oh Mann, wieder daneben. Das gibt's doch nicht. Checkpoint, schnell! Ja, und hier löse ich ihn aus. Ja, wir möchten nochmals betonen, Leute, dass das hier normal ist und nicht schwer oder extrem oder so, sondern nur normal. Ich habe das Fickvieh getroffen. Oh, jetzt und ich da. Bin wieder abgestürzt und gestorben. Oh ja, also das ist echt hier eine einzige... Böse, ne? Böse, böse. Oh, geht's noch? Knacke mal die Kiste. Säure und Säure und diese Dinger da und... Oh, ja, 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 komm! Ist das nicht wahr, oder? Heftig. Heftigst, meine Damen und Herren. Ganz genau, das ist... Also... Eigentlich dürfen kleine Kinder dieses Spiel gar nicht spielen. Die rasten doch aus, wenn Erwachsene schon ausrasten. Es war noch nie so abgelehnt wie jetzt. Ja. Das Spiel zumindest. Ja, oh. Ich denke mal, Leute, wir werden den Rest der Folge damit verbringen, diese Falle nicht zu überwinden. Also. Ah! Lach nicht! Nein! Ja, siehst du mal. Ah, nee, warte, ich geh zurück, oder? Ja. Oh, nee, wie blöd. Wir sind so verunsichert, dass wir sogar teilweise schon. Ich bin schon wieder tot. Geh einfach weiter, vielleicht schaffst du es ja irgendwie. Wie? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich muss echt doch durchschwingen. Ich weiß nicht. Ja, da ist Holz da oben, also du kannst auf jeden Fall schwingen. Ja, aber das hat eben nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich gern gehabt hätte. So, also über diese Stacheldinger kann ich ja schon mal springen, aber ich muss im richtigen Moment dann weitergehen, wenn die Säure gerade weggeflossen ist und wenn sie auch da oben nicht fließt. Jetzt bei zum Beispiel. So. Ja! Ich komme schon! Ja! Ja! Geschafft! Und ich werde mal schnell diesen Moment, den Checkpoint hier aktivieren. Oh je. Heftig, liebe Leute, ja. Also... Richtig heftig. Vor allem ich, die Jump'n'Run eigentlich so gar nicht gewohnt ist. Das Schlimme ist ja, ich bin Jump'n'Run gewohnt und ich fade trotzdem wie ein totaler blutiger Anfänger. Oh je. What the... Wie soll es denn funktionieren hier? Ja, guck dir das an. Nein, verdammt. Los, weiter, weiter, weiter. Schnell, Checkpoint. Ja.
Da ist ein Feind noch, so. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben so Skill. Deswegen haben wir immer nur geschätzte 1 Million Versuche gebraucht, um diese Falle zu überwinden. Ja, irgendwie kommt mir das immer so mehr wie wirklich 95% Glückssache vor. Ja. Was ist das jetzt hier? Wow. Oh nein! Okay. Ein fatales Story. Mal wieder hier, ja, fatal. Was wollte ich sagen? Ja, übelst geniales Level-Design wieder hier. Genau. Gefällt mir sehr gut. Klasse. Siehst du, hier unten kommen wir nicht weiter, weil da ist Dampf. Der hindert uns am Weitergehen. Also müssen wir erstmal uns rechts umsehen. Ja. Oh, Feinde! Dampf hat in vielen Spielen ja so ein üble Auswirkungen. Dabei ist es nur Dampf, oder? Heiße Luft. An heißer Luft kannst du ja wohl nicht scheitern. Tja, manchmal offenbar aber schon. Bam! Tja, wir haben es geschafft. Die Gegner sind besiegt. Doch wie geht's hier weiter? Ich muss mal aufladen. Ja, mach das mal. So. Versuchen wir es mal mit diesem Hebel hier. Was passiert da? Gar nichts. Ja. Wir müssen erstmal eine Umleitung basteln. Hört ihr das? Es klingt, als würde etwas klemmen oder als wäre etwas kaputt. Scheinbar ist die Maschinerie kaputt. Tja. Müssen wir das überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon. Muss das denn zwingend sein? Doch ja, ich glaube. Sonst kommen wir hier anders nicht drumrum. Ja, okay. Dann tun wir es halt. Nur wie? Wo müssen wir zuerst hin? Da und links unten. Ist da noch irgendwas? Nee, da ist nichts. Höhle. Eine unbewohnte Höhle. Aber ich sehe erstmal was anderes, was ich schon mal machen kann. Ich kann wieder mal was zerschmettern. Okay, und den Hammer daneben werfen, was ich auch sehr gut kann. Oh Mann! Versuchst du mal. Wir drehen hier gleich durch, echt. Ganz yeah. Ruhig, weil Concentration. Hallo? Oh, siehst ja. Du, muss Crew wieder daherkommen. Ich krieg's wieder nicht gebacken. Ja. So. Fass! Das ist schon mal das Richtige, aber so, wenn ich mich recht erinnere, das Fass schwimmt an der Oberfläche und wir kriegen es nicht runter, also müssen wir irgendwie das Wasser ablassen. Ich kann hier hoch, wie immer. Und ich auch, vorausgesetzt, ich kriege das hin. Ja, ich hab's hinbekommen, hey. Das sieht nach einer weiteren Aufgabe für den Zauberer aus. Ja. Du hast recht. So weit waren wir dann auch schon. Du hast recht, Amadeus. Nee. Falsch. Nee. Völlig falsch. Das hier kann ich aber abnehmen. Nee. Nee, auch falsch. Ah, warte, da oben, das kann ich doch auch abnehmen, oder? Ja. Genau. Das ist schon mal eine gute komplett eine heiße Spur. Komplett anders machen hier. Mal so versuchen. Ja, ist richtig. Mach das mal so dran. Er tut es nicht. Es macht nicht plopp. Warte. Dann ja. Das und das andere Ding da rein. Yeah. Und dann. Ja, mach du mal. Ich hab's gerade versehentlich festgehalten. Ich werde. Du musst da aus dem Licht gehen, fürchte ich. Das ging ja schneller als erwartet, oder? Tada! Passt doch. Genau, liebe Leute. Es geht. Versuchen wir es. Und mit dieser Erfolgsmeldung ist die heutige Folge auch schon wieder vorbei. Die Zeit verfliegt wie sonst was. Ich glaube das einfach nicht. Ja, was wird wohl geschehen, wenn wir an diesem Schalter ziehen? Lasst euch überraschen, ja. Und lasst es euch zeigen in der nächsten Folge von Let's Play or Die Try. 2. Tschüss. Ciao, ciao. Ich wette, alles explodiert. Tschüss.